Mit 110 Stundenkilometer fegte der Gewittersturm über die Baleareninsel. Bis zu einem halben Meter hoch stand das Wasser. In vielen Orten der Eifel herrschte Ausnahmezustand. Griechenland erlebt einen Feueralbtraum ohne Ende. Unwetter treten immer häufiger und heftiger auf. Der Klimawandel ist kein Hirngespinst einiger Wissenschaftler mehr. Er ist Teil unseres Alltags geworden. Die DVD Klimawandel versucht, Hintergründe und Zusammenhänge aufzuzeigen. Es werden die Hauptverursacher für den Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre benannt. Brandrodung, der Pkw- und Lkw-Verkehr, die Industrie, die Privathaushalte, die weltweit riesigen Rinderherden, der Reisanbau. Sie alle verdichten durch den Ausstoß an Treibhausgasen die Atmosphäre, sodass immer weniger Wärmestrahlung ins Weltall entweichen kann und dadurch die Erdoberfläche immer weiter aufgeheizt wird. Untersuchungen an Eisbohrkernen geben Auskunft über weit zurückliegende Klimaveränderungen. Es hat sie nämlich schon immer gegeben, die Warm- und Kaltzeiten. Aber in den letzten 500.000 Jahren gab es keinen derart hohen Kohlendioxidgehalt mehr in der Atmosphäre wie heute. Focus Multimedia fragt im Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg nach, mit welchen Folgen wir bei weiterem Temperaturanstieg rechnen müssen. Wir wissen ja alle, dass Grönland unter einer dicken Eisschicht begraben liegt, eine Dicke von bis zu 3 Kilometern. Ist also ein wirklich riesiger Gletscher. Und wir erwarten, dass, wenn die globale Mitteltemperatur um mehr als 3 Grad ansteigen wird, ungefähr, dass das dazu führt, dass der grönländische Eispanzer komplett abschmelzen wird, somit also der Meeresspiegel um 7 Meter ansteigen wird. Und was macht der Mensch dagegen?